Distelhäuser präsentiert den Wölfestream live am Samstag, 27. August 2016, 19.30 Uhr, DAB-Pokal, erste Runde. DJK Rimpa Wölfe gegen HG Saarlouis. Live auf dem Wölfestream. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Julian Bötsch, es geht jetzt endlich wieder los. Nicht lange musstet ihr schwitzen, die Vorbereitung ziemlich lang. Wie ist so nach deiner Ansicht die Vorbereitung gelaufen? Ja, ich denke ganz gut. Wir sind ganz gut vorbereitet. Die neuen super Typen haben sich gut ins Mannschaftsgefüge eingefügt. Hatten gute Testspiele, hatten schlechte Testspiele. Das ist ja wie jedes Jahr, gehört es ja dazu. Aber bin mal gespannt, jetzt, wie wir jetzt am Wochenende gegen Saarlouis spielen. Dann entscheidet sich ja, ob wir eventuell am Sonntag nochmal gegen Göppingen spielen. Und dann werden wir nächste Woche in Wilhelmshaven mal schauen, wie wir uns unsere neue Formation halt, wie das funktioniert, ob das passt oder nicht. Ja, der Kern ist im Prinzip ja immer bei den Wölfen noch der gleiche. Es sind ja nicht allzu viele neue Spieler, die zu integrieren sind. Aber trotzdem ist es von den Abläufen dann immer wieder ein bisschen was anders. Und eine spannende Angelegenheit, wie man im Wettbewerb dann wirklich untereinander klarkommt. Ja, also ich sag mal so, das sind ja auch Schlüsselpositionen, auf denen wir jetzt neue Spieler bekommen haben. In der Abwehr mit Lukas Siegler, der im Innenblock und auf Halbdeck, und Lukas Böhm genauso auf Halb. Es sind vier Abwehrspezialisten, sage ich jetzt einfach mal, weggegangen. Oder zumindest drei, die du merkst. Und das muss ich erst einspielen. Ne? Benny Hert natürlich auch mit der 5-1. Muss erst ein Gefühl bekommen, wie der sich bewegt. Wie sich die ganzen alle anderen Leute halt wohlfühlen, wie du mit denen sprechen musst. Und das dauert schon seine Zeit wieder. Ne? Ja, ich meine, vor einem Jahr hatten wir eine Saison, die war gigantisch. Die letzte Saison war nicht ganz so gigantisch. Wie siehst du die Stärke der Wölfe jetzt für die kommende Saison? Es kommt immer ganz darauf an, wie man sich verletzt, weil in der überragenden Saison hatten wir fast keine Verletzten. Letztes Jahr war dann mit Tom und Lars Spieß, hatten wir Langzeitverletzte. Die natürlich auch gemerkt hast irgendwann, ne? Weil je länger die Runde gegangen ist, die zwei halt gefehlt haben, weil es auch, wie gesagt, tragende Kräfte in der Abwehr waren und auch im Angriff. Jetzt müssen wir schauen, dass wir so verletzungsfrei wie möglich durch die Saison gehen und dann, ja, werden wir sehen, wo wir am Ende stehen. Ihr hattet in der letzten Saison viele, viele Spiele, wo ihr ganz dicht dran wart. Also ich glaube fast die Hälfte der Spiele, die man auch hätte gewinnen können. Mit dem Quäntchen Glück da hinten dran oder eben was es auch immer war. Woran liegen so Dinge? Wie kann man sowas abstellen? Wie kann man sowas verbessern? Ich sag mal so, wenn man vorne drin steht, gewinnt man solche Spiele. Und wenn wir, so wie letztes Jahr, jeden Punkt erkämpfen mussten, dann wird halt sowas mal schwieriger, wenn du 5 Minuten vor Schluss oder 2 Minuten vor Schluss mit ein oder zwei Toren hinten dran bist, dann Pfostenwurf hast, vielleicht noch einen Konter, der den Gegner hält, der geht halt dann mal nicht rein und das müssen wir halt versuchen, dieses Jahr besser zu machen. Na, da vom Kopf mental stärker zu sein und die entscheidenden Tore dann am Ende zu machen. Julian ist immer derjenige, der für die Musik zuständig ist. Was hörst du im Moment am liebsten? Oh, kommt auf die Stimmung drauf an. Also ich bin eigentlich, mein Musikgeschmack ist ziemlich breit gefächert. Und das, was gute Laune macht, ist im Moment ganz oben mit der Liste. Nicht? Dann werden wir nach Saarlouis sicherlich irgendwas hören zusammen, was gute Laune macht. Das denke ich auch, ja. Hoffe ich zumindest. Dankeschön. Distelhäuser. Immer eine frische Idee.